Wusel hat einen Erfindomaten erfunden und der hat noch einen zweiten Erfindomaten erfunden. Und da kommt auch schon unsere nächste Erfindung. Ja! Oh, oh. Toll, was ist das? Der Büroklammerverbieger 3001. Wusel, das braucht kein Mensch. Ja, aber hier kommt schon die nächste Erfindung. Tada! Der Pizza-Häcksler 3001? Den braucht doch auch niemand. Ach, ich weiß. Das ist alles Mist. Unbrauchbarer Mist. Hässlicher, unbrauchbarer Mist. Der Erfindomat ist widerlicher, überflüssiger, hässlicher, unbrauchbarer Mist. Ach, Wusel, so schlimm ist das doch gar nicht. Doch, das ist schlimm. Ich bin der schlechteste Erfinder aller Zeiten. Andere Erfinder haben die Welt verändert. Und was habe ich erreicht? Nix. Gar nix. Wusel, das stimmt gar nicht. Ausnahmsweise darf ich mal. Siehst du, ohne deine Erfindungen wäre der Ultra-Rauchabsauger niemals hier installiert worden. Ja, das stimmt. Der Ultra-Rauchabsauger ist toll. Aber der wurde ja auch nicht von mir erfunden. Wusel, Rückschläge und Verzögerungen sind bei Erfindern ganz normal. Zum Beispiel hat es von der Idee bis zur Herstellung dieser typischen Milchverpackungen 8 Jahre gedauert. Wirklich? Ja. Es werden nicht alle Erfindungen bekannt und erfolgreich. Du willst mir also sagen, dass ich einfach nur alle bekannten und erfolgreichen Erfindungen kaputt machen muss? Tolle Idee! Danke, Beni, das mache ich. Nein, Wusel, so habe ich das gerne. Oh. Wir stellen euch jetzt 3 sehr wichtige Erfindungen vor, ohne die viele Dinge nicht möglich gewesen wären. Erfindung 1, das Feuerzeug. Heute verstehen wir das darunter. Aber vor Urzeiten meinte man damit das Zeug, mit dem man Feuer macht. Für die frühen Menschen war Feuer überlebenswichtig. Es vertrieb gefährliche Tiere und wärmte im Winter. Unsere Vorfahren schlugen Feuersteine gegeneinander. Der Funke fiel auf brennbares Material und das Feuer war da. Das funktioniert heute noch so, wenn auch etwas moderner. Messer und Feuerstein sind ein Feuerzeug. Erfindung 2, das Rad. Wenn die Menschen früher große und schwere Dinge transportieren wollten, legten sie Baumstämme auf den Boden und schoben oder zogen die Lasten darüber. Und zwar Stück für Stück und sehr mühsam. Das musste doch auch einfacher gehen. Die ersten Räder sahen so aus: eine Baumscheibe mit Loch, davon 2 Stück, eine Achse dazwischen, fertig. Das Rad wurde an verschiedenen Stellen der Welt gleichzeitig erfunden. Der früheste Beweis für die Erfindung ist etwa 5500 Jahre alt. Aus diesem genialen Gedankenblitz entstanden die modernen Räder, wie wir sie heute in hunderten Arten kennen. Erfindung 3, Elektrizität. Die hat natürlich in Wirklichkeit niemand erfunden, denn es gab sie schon vorher auf der Erde. Blitze sind nichts anderes als Strom. Aber den Strom zu nutzen und selber zu erzeugen, dafür brauchte es Erfinder. Thomas Alva Edison ist einer der berühmtesten. In seinem Leben hat er über 1000 Erfindungen angemeldet. Auch die Glühbirne, obwohl er sie gar nicht wirklich erfunden hat. Aber er verbesserte sie so, dass sie bei jedem zu Hause funktionierte. Und er kümmerte sich um den Aufbau eines Stromnetzes, den Bau von Kraftwerken und die Herstellung von Kabeln und Schaltern, was den Strom in jede Wohnung brachte. Und auch die Erfindung Glühbirne wurde immer weiterentwickelt. Na, wollt ihr noch mehr Videos sehen? Kein Problem. Aber vorher muss ich euch doch was zeigen. Es gibt nämlich jetzt auch eine Wusel-App. Wenn ihr die auf eurem Smartphone oder Tablet installiert, können wir viel Spaß zusammen haben. Und weil ich mich so über die App freue, habe ich einen Rap für euch geschrieben. Den App-Rap. Ja? Achtung, los geht's. So. Das ist der App-Rap und ich rap über die App von A bis Z, denn die App ist fett und hätte ich die App nicht, wäre ich der Depp. Also Leute, los, jetzt tap, seid schlau und ladet euch die App runter. Ja. Und da könnt ihr klicken, um die App zu bekommen. Yo.